Eine meiner Lieblingsgeschichten in der Advents- und Weihnachtszeit aus dem Stall von Bethlehem. Mit den Hirten kam auch der achtjährige Jonathan in den Stall von Bethlehem. Auch er schaute das Kind an und das Kind schaute ihn an. Da traten Jonathan Tränen in die Augen. Warum weinst du? Fragte Jesus. Weil ich dir nichts mitgebracht habe. Du kannst mir trotzdem etwas schenken, sagte Jesus. Da wurde Jonathan rot vor Freude und er sagte, ich will dir gern das Schönste geben, was ich habe. Drei Dinge möchte ich von dir haben, sagte Jesus. Jonathan schlug sofort vor, mein Mantel, meine elektrische Eisenbahn und mein schönstes Buch mit den vielen Bildern. Nein, sagte Jesus, das alles brauche ich nicht, dazu bin ich nicht in die Welt gekommen. Ich möchte etwas ganz anderes haben. Was denn? Fragte Jonathan neugierig. Schenk mir deine letzte Klassenarbeit, sagte Jesus ganz leise, damit es sonst niemand hören konnte. Da erschrak Jonathan. Jesus, flüsterte er zurück und kam dabei ganz nah an die Krippe heran. Da hat der Lehrer darunter geschrieben, ungenügend. Eben, darum will ich sie haben. Aber warum denn? Fragte Jonathan. Du sollst mir immer das bringen, wo in deinem Leben ungenügend drunter steht. Willst du das? Ja, gerne, antwortete Jonathan, und ich möchte noch ein zweites Geschenk von dir haben, sagte Jesus. Deinen Milchbecher. Aber den habe ich doch heute Morgen kaputt gemacht. Bring mir immer das, was du im Leben zerbrochen hast. Ich will es wieder heil machen. Gibst du mir auch den Becher? Na gut, gerne, wenn du ihn haben willst. Und jetzt mein dritter Wunsch, sagte Jesus. Bring mir nur noch die Antwort, die du deiner Mutter gegeben hast, als sie dich fragte, wie denn der Milch Becher zerbrochen ist. Da legte Jonathan die Stirn auf die Kante der Krippe und weinte. Ich, brachte er nur mühsam heraus. Ich sagte, der Becher sei heruntergefallen, aber in Wirklichkeit habe ich ihn im Zorn vom Tisch geschubst. Alle deine Lügen, deinen Trotz, dein Böses, das du getan hast, sagte Jesus. Und wenn du damit zu mir kommst, will ich dir vergeben und dir helfen. Ich will dich davon freimachen und dich in deiner Schwäche annehmen. Willst du dir das von mir schenken lassen? Jonathan hörte und staunte. Er kniete nieder und sein Herz war voll Freude.